Also wir arbeiten gerade im Projekt. Da geht es darum, eine alte Eingabeanwendung abzulösen durch eine neue grafische Anwendung. Die Anwendung ist in Java programmiert. Eine Änderung habe ich für die Nicole umgesetzt. Wenn ein Kunde anruft und möchte eine Versicherung abschließen, weiß man manche Daten noch nicht. Zum Beispiel baut ein Haus und weiß noch nicht genau die Wohnfläche von dem Haus. Kann den Vertrag schon abschließen und wir fragen dann eben nach, wie groß ist denn das Haus? Das wird erstmal so erfasst und läuft dann automatisch eben im Nachhinein, dass dann ein Brief rausgeht, wo er dann auch online im besten Fall seine Daten dann eingehen kann. Ich würde jetzt schauen, ob das, was der Fritz programmiert hat, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Jetzt haben wir hier die neue Anwendung. Siehst du schon, ist gleich ein bisschen ansprechender. Durch das freie Pflichtfeld wird praktisch jetzt durch das Programm ermittelt, dass hier dieser Baustein in dem Schreiben an den Kunden angedruckt wird. Der Sachbearbeiter wird dann selber gar nichts mehr machen müssen. Das soll alles automatisch gehen, das heißt Dunkelverarbeitung. Die Daten von den Verträgen liegen ja im Prinzip auf einer Datenbank dann. Da muss man eben per SQL drauf zugreifen und eben die Daten beschaffen und dann auch wieder speichern. Das ist eben das große Ziel, eine möglichst gute Software zu bieten, damit die Mitarbeiter wirklich damit gut arbeiten können.